herzliches Willkommen. Wir sind bei Freitag, 14. Juni 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Jupiter, Merkur in Zwillinge. Der Mond befindet sich in der Jungfrau bis etwa Viertel nach acht heute Abend. Dann wechselt der Mond in die harmonisierende Waage. Bis dahin haben wir natürlich auch noch ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Die Sonne in Zwillinge, der Mond in Jungfrau. Und wir haben einen Aspekt Sonne-Merkur, die natürlich beide in Zwillinge sind. Wir haben heute an diesem Freitag Sonne und Merkur in enger Verbindung. Und das kann dazu führen, dass man eben auch mit dem Mond in der Jungfrau überkritisch reagiert und vielleicht ein bisschen zu viel nörgelt. Das muss nicht schlimm sein, aber man sollte eben auch versuchen, nicht zu übertreiben und es zu eng zu sehen. Wir haben weiterhin den Mars im Stier, der natürlich hilft, weiter akkurat zu arbeiten, auch in Verbindung mit dem Mond in Jungfrau. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, auch wieder Ehrgeiz in Verbindung mit Jupiter. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist nie verkehrt, dass man die Stimmung auffängt und eben auch zwischen den Zeilen liest und sich gegebenenfalls, wenn es kritisch wird, ein bisschen zurücknimmt. Wenn man da nichts gewinnen kann, sollte man auch nichts riskieren. Ja, und wir haben, ich hoffe, einen guten Start ins Wochenende. Aber wir haben auch heute Abend dann ab Viertel nach acht die harmonisierende Energie von Waage-Mond. Schauen wir mal, wie das ist. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Freitag und wir schauen uns das in den Karten an. Herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Freitag, 14. Juni 2024 und wir haben natürlich weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Dazu gesellt sich natürlich der Mond in der Jungfrau, der bis etwa Viertel nach acht dort steht und dann von Mond in Waage abgewechselt wird. Aber so über den Tag ist halt immer noch der Mond in der Jungfrau. Wir haben dann Neptun, Saturn in den Fischen. Das ist natürlich gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam, nicht nur auf andere gemünzt, sondern auch auf sich selbst, also dass man da selbst auf sich Acht gibt. Wir haben den Mars im Stier, der Ruhe reinbringt ins Arbeiten, akribisches Arbeiten und langfristige Planung wird natürlich vom Mond in Jungfrau unterstützt. Der Uranus ist im Stier, bringt Veränderungen, kann unvorhersehbar sein. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der natürlich den Ehrgeiz mit Jupiter gemeinsam auch weiter fördert. Man möchte vorankommen, man sollte aber, ich sag mal, gut geerdet sein und die Dinge auch von allen Seiten betrachten. Nun, wir hatten jetzt einige Tage zuvor ein paar Quadrate. Wir haben auch heute wieder ein paar Quadrate, beziehungsweise eins mit Sonne und Mond. Die Sonne in Zwillinge steht im Quadrat zur Jungfrauenergie im Mond. Das macht gegebenenfalls überkritisch oder schnell, ja, ich sag mal, misstrauisch oder vielleicht auch ein bisschen übergenau. Dazu gesellt sich die Sonne in Verbindung zu Merkur und das fördert auf der einen Seite die Kommunikation und kann auch sein, dass man versucht, mit Merkur in Verbindung mit der Sonne zu überreden, andere zu etwas zu überreden. Also auf der einen Seite die Kritikfreude und auf der anderen Seite der Wunsch, andere vielleicht auch ein bisschen, naja, zu beeinflussen. Schauen wir mal, wie das für den Widder heute aussieht. Wir haben die Nostalgie, der Rückblick, kann auch mit dem rückläufigen Pluto zusammenhängen, Dinge aus der Vergangenheit. Du solltest da ganz langsam machen, als wir da sehr viel Gefühl mit der 10 der Kelche. Die Erfüllung kommt, wenn man, glaube ich, das Gesamtbild sieht und eben auch nicht nur sich selbst oder die Vergangenheit, sondern wie es eben hier und jetzt ist und wie die Dinge zusammenhängen. Also was
miteinander eben verbunden, verknüpft ist. Das kann im Job das Zwischenmenschliche sein, was da noch eine Rolle spielt, oder im Privaten natürlich auch das Business oder das im Job, ja. Wir haben Veränderungen, ja. Diese Veränderungen können sowohl positiv als auch negativ sein, aber je weniger wir da Stress machen oder irgendwas versuchen zu erzwingen, desto besser können wir damit umgehen, ja. Du kannst nichts erzwingen, du kannst nur ändern an dir, an deiner Herangehensweise oder wie du die Dinge siehst, aber du kannst keine Menschen ändern. Also ist es wichtig, wie gesagt, das Gesamtbild zu sehen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und natürlich auch mit viel Einfühlsamkeit daran zu gehen und natürlich gute Gespräche. Das wünsche ich dir, viel Erfolg und wir sehen uns zur Wochenenddemo wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Der Mond befindet sich in der Jungfrau, zumindest bis 7:45 etwa. Dann wechselt der Mond in die Waage, aber so tagsüber auf jeden Fall noch der Einfluss des Jungfraumondes vorhanden. Wir haben den Mars in deinem Zeichen. Ruhige, akkurate Arbeitsweise mit Pausen, mit Regeneration, was wichtig ist, und langfristiger Planung und Verlässlichkeit. Der Uranus befindet sich auch in deinem Zeichen, kann Dinge verändern, auch ohne dein Zutun, aber du hast auch einen kleinen Einfluss, wenn du möchtest. Ja, kannst Dinge feinjustieren, kannst dich da reinbringen, wenn du das willst, aber eben nur im kleinen Rahmen. Der rückläufige Pluto im Wassermann erinnert natürlich an Macht- und Ohnmacht-Themen, steht in Verbindung zum Jupiter, wenn auch nicht so ausgeprägt wie zu Beginn des Monats. Ehrgeiz ist immer noch da, man möchte was erreichen, ist auch nichts gegen einzuwenden. Neptun und Saturn stehen weiterhin in den Fischen und sorgen dafür, dass wir uns auf andere besser einstellen können, Verständnis haben, Toleranz, Kompromissbereitschaft, ja, und uns natürlich auch um unser eigenes Wohlergehen kümmern. Wir haben mal wieder ein Quadrat, und zwar zwischen der Sonne und dem Mond. Die Sonne in Zwillinge und der Mond in der Jungfrau. Das kann zu starker Kritikfreude führen, ja. Man kann ein bisschen stur reagieren, eigenwillig, und man kann auch versuchen, Dinge zu forcieren, also ein bisschen Druck auszuüben. Das kann auch durch die Verbindung, die Konjunktion zwischen Sonne und Merkur verstärkt werden. Da sollte man aufpassen, ja. Je mehr man vielleicht manchmal versucht, auf jemanden einzureden oder jemanden zu überreden, desto mehr wächst natürlich der Widerstand. Und deswegen bitte vorsichtig damit umgehen, ja. Und auch sich selbst natürlich nicht irgendwie unter die Knute stecken lassen. Wir haben für dich die Intuition. Was sehr schön ist, das bedeutet auch Feingefühl, Intuition, Bauchgefühl, sehr schön. 5 der Kelche, man bedauert nicht mehr Einfluss zu haben. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Das lässt auch darauf schließen, dass du gerne etwas bewegen möchtest oder etwas beeinflussen möchtest. Die Anlagen oder die, ich sage jetzt mal, Hintergründe können ja durchaus positiv sein, aber man darf trotzdem nicht irgendwo zu sehr eingreifen. Die 6 der Münzen, da geht es um Ausgewogenheit, Fairness, Miteinander, fairer Umgang, und da sind die Sorgen und Nöte, die 9 der Schwerter. Jetzt haben viele natürlich Sorgen und Nöte und das läuft selten alles reibungslos. Trotzdem kann man und darf man natürlich auch nicht eingreifen bei anderen. Man darf sich gegenseitig unterstützen, man darf sich helfen, Ratschläge geben. Entscheiden und umsetzen muss man meist selbst, ja. Man sollte das natürlich selber nicht aus der Hand geben und anderen auch nicht aus der Hand nehmen, weil sonst lernen die ja Verantwortung auch nicht und man selber auch nicht. Also wichtig ist, dass man sich einfügt und dass man weiß, wo man selber eben, ich sag mal, vielleicht auch manchmal zu weit geht oder andere zu weit gehen, und wo man dann Ausgewogenheit herbringt und die Probleme trotzdem lösen kann, indem man miteinander spricht. Also Kommunikation ist ja stark mit der Zwillinge-Energie. Das ist der bessere Weg, ja, der Austausch miteinander. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder.
herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Wir haben die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in deinem Zeichen. Großartige Energien, die man aber, wie ich schon öfter sagte, auch im Griff haben sollte. Der Mond befindet sich in der Jungfrau. Jungfrau-Energie ist pragmatisch, Erdenergie, gute Planung, gute Vorbereitung und überkritisch. Das kann heute ja schwierig werden, weil wir ein Quadrat zwischen Sonne und Mond haben. Das bedeutet, dass man eigensinnig, verbohrt, stur, auf etwas beharren kann und dass man da vielleicht auch ein bisschen zu weit geht oder es begegnet dir. Das kann auch sein. Da sollte man natürlich auch nicht überreagieren. Ja, immer schön den Ball flach halten. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen und du weißt, Neptun, ja, bringt manche Ideen so ein bisschen schräg rüber oder verwirrt, macht die Gefühle ein bisschen kurios oder unverständlich für einen selbst, ja, da sollte man sehr behutsam mit umgehen. Wir haben zudem den Mars in Stier, pragmatisch vorgehen, langsam machen, Pausen einlegen und so weiter. Verlässlichkeit ist wichtig, ja, auch mit dem Mond in Jungfrau, denn dieses Quadrat kann auch dazu führen, dass man ja nörgelig wird oder jemand anderer nörgelig wird und das kann ganz schön nerven. Wir haben dazu den Uranus im Stier, der eben auch überraschende Wendungen bringen kann. Der Pluto im Wassermann ist rückläufig, der natürlich immer noch mit Jupiter agiert, wenn auch nicht so spürbar wie zu Beginn des Monats. Man möchte was erreichen, aber man kann eben nichts erzwingen. Und das jetzt heute, diese Energie kann dazu führen, dass man irgendwie so ein bisschen trotzig ist, ne? Und da sollte man sehr vorsichtig mit umgehen, zumal eben Neptun auch so seinen Schabernack mit dem einen oder anderen treibt. Also Kommunikation ist stark, aber bitte nicht missionieren. Wir schauen uns an, was wir heute für die Zwillinge haben. Ja, auch Sorgen und Nöte, Gedanken, Gespräche der Magier, Manifestation oder Manipulation. Und wir haben den Stern. Man möchte so gerne heilen. Man möchte so gerne so viele Dinge in Ordnung bringen. Aber da ist wieder die Gefahr, typisch Zwillinge, zu viel sich vorzunehmen. Versuche hier bitte nur die wichtigsten Dinge, die Dinge, die jetzt eilig sind, die zeitnah erledigt werden müssen oder wo die Zeit drängt, die versuchen zu klären, zu heilen, anzugehen. Wir haben den Mond. Du bist so ein bisschen unleidlich, weil dir vielleicht auch alles zu viel wird. Und das ist eben das Alarmsignal, das sagt, lieber Zwilling, du schaffst gar nichts, wenn du alles machen willst, aber du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Das heißt, die paar Dinge, die gehen. Aber da ist, wie gesagt, auch die Gefahr groß, dass man seinen Einfluss geltend macht oder zu stark geltend macht. Sei da bitte pragmatisch, Erdenergie, ja. Sprich über die Dinge, kläre die Dinge und suche dir einen guten Weg. Lass dir helfen, aber mache nicht zu viel und vor allen Dingen auch nicht für andere. Das sind die Dinge, die dich betreffen. Dich ganz persönlich und nicht andere. Die anderen müssen ihre Probleme bitte auch selber lösen, ja. Und nörgelig kann auch bedeuten, dass man hadert, dass das eben nicht schnell genug geht oder dass man eben noch nicht so weit ist, wie man gerne wäre. Aber sei dankbar für das, was du tun kannst und was du heute erledigen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen zur Wochenendämmung wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur weiterhin in den Zwillingen. Kennst du schon die Energie? Kommst du sicherlich auch relativ gut mit klar. Kommunikation ist auch gut, also bis zu einem gewissen Grad, wenn es nicht übertrieben wird, kann das sehr angenehm, sehr schön sein. Der Mond befindet sich in der Jungfrau, was dich auch unterstützt, geradlinig vorzugehen, pragmatisch, gut geplant, gut vorbereitet. Jetzt haben wir heute aber auch da wieder ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass man selbst vielleicht überkritisch ist, ja, dass man mit sich selber zu sehr oder zu hart ins Gericht geht, ja,
aber auch umgekehrt, dass man eben auch andere sehr schnell, sehr stark verurteilt. Sei da bitte ein bisschen vorsichtig und achte auf deine Intuition. Dieser Mond in der Jungfrau wechselt heute Abend gegen 7:45 auch in die Waage, aber bis dahin müssen wir uns damit natürlich arrangieren. Der Mars befindet sich im Stier, unterstützt dich als Krebs natürlich auch. Pragmatisches Vorgehen, Pausen machen, langfristig planen, nicht zu viel machen natürlich, ja, auch wenn die Zwillinge Energie dazu verleiten könnte. Wir haben auch den Uranus im Stier, der Überraschungen bringen kann, auf die wir keinen Einfluss haben. Du kannst aber vielleicht auch bei Kleinigkeiten intervenieren. Wir haben heute auch eine Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Das bedeutet, dass man eben auch, naja, ein bisschen, sagen wir mal, stur ist oder ein bisschen trotzig auch. Man will trotzdem, dass das klappt und trotzdem, dass das funktioniert. Da könnte man auch leicht übertreiben. Und wenn das dann auf die Kritikfreude stößt, kann das unangenehm werden für beide Seiten. Ja? Ein bisschen drauf achten würde vielleicht schon reichen. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist auch noch vorhanden, der in Verbindung zu Jupiter eben auch noch den Ehrgeiz schürt. Man möchte sich beweisen. Und Neptun, Saturn in den Fischen, das Feingefühl schadet nie, das weißt du ja auch als Krebs. Wir schauen uns an, was wir heute für den Krebs haben an diesem Freitag. Langsam machen, ja, Geduld haben, Ritter der Münzen. Dann haben wir das Ass der Schwerter, Erkenntnisgewinn. Ich glaube, dieser Erkenntnisgewinn ist auch oder rührt auch daher, dass du dir für die Dinge Zeit nimmst, sie nämlich zu beobachten und nicht nur schnell irgendwas zu machen. Die drei der Schwerter, die Enttäuschung muss jetzt kein Herzschmerz sein. Es kann durchaus auch sein, dass etwas nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest als Krebs, ja. Aber es muss trotzdem nicht schlecht sein, ja. Wir haben zusammen vier Schwerter. Das heißt Ruhe bewahren, ja. Nicht zu hastig machen. Gut überlegen. An jeder nicht so schönen Situation ist vielleicht trotzdem etwas Gutes. Und wir haben den Magier. Der Magier ist auf der einen Seite natürlich Manifestation dessen, was man möchte. Man möchte aber keinen Stress. Der Magier ist auch die Manipulation, die Einflussnahme. Du kannst durchaus auch dazu verleitet sein, jemanden überzeugen oder belatschern zu wollen. Ja, umgekehrt geht das natürlich auch. Deswegen ist da eine gewisse Vorsicht geboten. Also man sollte da nicht übertreiben, man sollte gut überlegen, man sollte geduldig sein, die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, für die Sache oder für sich selbst eben nutzen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in Zwillinge. Gute Kommunikation, Austausch, neue Kontakte, sehr vielseitig, ja, aber man kann sich eben auch leicht verzetteln. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Der Mond befindet sich in der Jungfrau, Erdenergie, Pragmatismus, gute Planung und Kritikfreude, ja. Und da wir heute ein Quadrat zwischen der Sonne in Zwillinge und dem Mond in der Jungfrau haben, kann es durchaus sein, dass man ein bisschen vernagelt und verbohrt daherkommt. Dass man etwas so und nicht anders will, dass man überkritisch ist, misstrauisch und nörgelig. Das kann dich betreffen, aber auch deine Mitmenschen. Da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Hinzu kommt noch, dass der Merkur eine Konjunktion hat mit der Sonne und dass man da eben auch ja so ein bisschen, sagen wir mal, überzeugen will, überreden will oder ja, schönreden, also vielleicht auch so ein bisschen seinen Einfluss geltend machen möchte. Vorsichtig mit der Kritikfreude kann das unangenehm werden für beide Seiten. Also ein bisschen Zurückhaltung und Bescheidenheit schadet nicht. Der Mond wechselt auch heute Abend gegen 7:45 in die Waage. Waage-Energie ist dann auch wieder sehr anspruchsvoll, aber so tagsüber, so ich denke mal so im Geschäft und im Arbeiten und so weiter, muss man dann eben auch mit dieser kritischen Energie zurechtkommen. Neptun, Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, schauen, wie man vor sich hat, was so auch, ich sag mal, zwischenmenschlich los ist.
Wir haben den Mars im Stier, Ruhe beim Arbeiten, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, langfristig planen und nichts überstürzen. Uranus im Stier ist natürlich auch eine Energie, die Veränderungen bringen kann, wo du aber nicht den Einfluss drauf hast, mit denen du nur irgendwie zurechtkommen musst. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist immer noch in Verbindung mit Jupiter, der eben auch den Ehrgeiz schürt. Also bitte nicht versuchen zu missionieren, zu überreden oder ich sag mal, zu viel kann dann auch Gegenwehr hervorrufen, ne? Wir haben den König der Kelche. Das ist die skorpionische Energie, in der man eben sehr zurückhaltend, aber fürsorglich daherkommt. Man möchte etwas vielleicht hinter sich bringen, beenden, also fertigstellen sozusagen. Du brauchst dafür Disziplin. Und Disziplin ist ein gutes Thema, weil Mars, Uranus und natürlich der Mond in Erdzeichen stehen, ja. Und vielleicht geht es auch darum, wenn du danach getane Arbeit dein Werk betrachtest, also was du so erledigt hast mit dem Gehängten, dann kannst du doch durchaus auch zufrieden sein. Also ich denke mal, es geht darum, mit sich, mit dem, was man macht, mit dem, was man zu Ende bringt, wo man auch sagt, da war ich fleißig, da habe ich viel geleistet, ohne dass du jetzt direkt einen Erfolg siehst, aber du bist mit dir zufrieden, weil du etwas, was du dir vorgenommen hast, auch zu Ende geführt hast. Und das ist schon ein Erfolg, ja, dass man eben sich nicht hat ablenken lassen oder verschoben hat, ja, dann ist man schon sehr stolz auf sich und das mit gutem Grund. Der Gehängte, schau dir das an, was du schon erreicht hast, wo du stehst und was du geleistet hast und wie du diese Vorschläge auch, wie ich dir jetzt genannt habe, mit dem Zwischenmenschlichen, mit dem langfristigen Plan, mit dem Langsammachen auf sich gut Acht geben, wie du das auch umsetzt. Schau einfach mal zurück und überlege, habe ich doch ganz gut hinbekommen. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Freitag und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur immer noch in Zwillinge. Der Mond in deinem Zeichen, ja, da kannst du gut arbeiten, kommst du gut voran, bist jedoch überkritisch und kannst es auch vielleicht mit dem Ehrgeiz ein wenig übertreiben, denk dran. Wir haben auch ein Quadrat zwischen der Sonne in Zwillinge und dem Mond in der Jungfrau. Das kann zu Nörgeleien führen, hypokratisches ja, Achten auf Fehler anderer oder auch sich selbst zu stark zu kritisieren. Sei nett zu dir, liebe Jungfrau, ja, und auch zu anderen, dann klappt das viel besser, denn das ist sonst sehr unangenehm. Wir haben auch eine Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Man hat heute so ein bisschen, ja, diesen Drang, Leute zu überzeugen, auf seine Seite zu ziehen, eben Dinge durchzusetzen, vielleicht auch ein wenig zu krampfhaft. Da sollte man drauf aufpassen, weil es könnte genau zum Gegenteil führen. Wenn man sich zu sehr bemüht, jemanden zu missionieren, dann stellt er auf stur. Dann stellt er auch auf jetzt erst recht nicht, ja. Und deswegen ist dann ein gewisses Feingefühl notwendig. Neptun, Saturn sind ja auch in den Fischen, ist ja auch soweit gut mit dem Einfühlungsvermögen, aber Neptun grätscht ja auch bei dir gefühlsmäßig und gedanklich manchmal dazwischen. Da muss man ein bisschen aufpassen, vielleicht auch noch vorsichtiger sein als alle anderen. Ja, wir haben Mars, der im Stier ist und auch Uranus im Stier, die dir helfen, auf dem Teppich zu bleiben, nicht zu übertreiben, zwischendurch mal eine Pause einzulegen und sich von den vielen kommunikativen Dingen oder Ablenkungen eben nicht ablenken zu lassen, ja. Da musst du dich vielleicht ein bisschen disziplinieren und auf dich selbst gut Acht geben. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig, in Verbindung mit Jupiter immer noch ein, ja, ich sag mal, Ehrgeizförderer. Und da sollte man bitte auch als Jungfrau heute nicht übertreiben. Wir haben den Waage, Krebsenergie. Du bist in der Spur und solltest die natürlich auch weiterverfolgen in aller Ruhe. Dazu kommen Nöte und Sorgen, Bedenken, vielleicht auch geschürt durch Neptun, Informationen sammeln. Ja, die zwei Karten, also die neuen,
der Schwerter und der Page der Schwerter ergeben zusammen 10. Du kannst auch auf deine Erfahrung setzen. Ne? Die 10 der Schwerter bedeutet auch immer, ja, wir haben schon mal eine ähnliche Situation gehabt. Wie sind wir damit umgegangen und was war der beste Weg oder was könnte ich jetzt besser machen? Ausgewogenheit ist das Zauberwort. Das bedeutet, du gehst mit anderen so um, wie du selbst behandelt werden möchtest und du sprichst auch mit anderen, wie du selbst behandelt werden möchtest oder angesprochen werden möchtest. Dann ist schon die halbe Miete drin, was die Kritikfreude betrifft. Ja, und Informationen sammeln geht auch viel besser, wenn man sich so ein bisschen auf sein Gegenüber einstellt und auch mal zuhören kann. Also es geht hier nicht darum, jetzt krampfhaft irgendwas durchzusetzen, sondern weiter den Weg zu verfolgen, sich zu arrangieren und eben auch die Kommunikation fair und entgegenkommend zu halten und ruhig auch mal als Jungfrau Schwächen einzugestehen, dass dir etwas nicht gelingt oder dass du etwas nicht weißt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es macht dich menschlich. Und das ist schön. Das ist ja auch ein gewisser Vertrauensbeweis, den du deinem Gegenüber damit zeigst. Und wenn du Rat suchst, erst recht, ja. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Wir haben die Sonne, die Venus, den Jupiter und den Merkur in den Zwillingen. Großartige Energien auch für dich als Waage natürlich, wenn man nicht übertreibt. Das ist immer, wenn man sich nicht zu viel vornimmt, zu euphorisch ist oder vielleicht auch sehr, sehr anspruchsvoll ist, ja. Denn das beinhaltet ja meistens auch eine Enttäuschung. Deswegen bleib auf dem Teppich und mit dem Mond in der Jungfrau kann das durchaus gelingen. Mondenergie ist gut vorbereitet, planvoll, fleißig, ja, aber leider auch kritikfreudig. Ja, nörgelt so ein bisschen rum und sieht halt eben immer auch irgendwo die Fehler als erstes. Und wir haben eben heute ein Quadrat zwischen der Sonne und dem Mond. Das bedeutet, dass sowohl du als auch deine Mitmenschen durchaus überkritisch unterwegs sein können, ja, und dass man eben auch in allem eher das Negative sieht, ja, oder vielleicht auch ein bisschen nörgelig unterwegs ist. Hinzu kommt die Konjunktion zwischen Sonne und Merkur, die das Ganze noch verstärkt, weil man möchte ja sein Ding durchziehen und man kann dann versuchen, ja, irgendwie durch Schmeicheleien, durch Nettigkeiten, den anderen die andere trotzdem noch zu überzeugen. Und das kann erst recht auf Widerstand stoßen. Sei da bitte sehr behutsam und eher zurückhaltend. Gegen Abend, also 7:45, wechselt der Mond dann in die Waage. Das ist schön für dich. Aber bis dahin musst du dich eben noch mit dem Waagemond ja arrangieren. Wir haben Merkur. Wie gesagt, in den Zwillingen, die Kommunikation läuft und kann eben auch Ablenkung bieten. Ne? Man sollte sich nicht zu sehr ablenken lassen. Dabei hilft der Mars im Stier, ja, dass man pragmatisch vorgeht, sich auch Ruhepausen gönnt zwischendurch, wenn es einem mal zu viel wird. Und Uranus ist auch im Stier, aber er bewirkt halt Veränderungen, auf die wir dann keinen Einfluss haben. Der rückläufige Pluto im Wassermann steht auch weiterhin in Verbindung zu Jupiter und fördert den Ehrgeiz. Aber da sollte man tatsächlich nicht versuchen, andere zu überreden oder ja Einfluss zu nehmen. Es kann dir durchaus auch im umgekehrten Fall passieren, dass jemand versucht, dich zu überreden. Ne? Mit Neptun und Saturn Einfühlungsvermögen kann nicht schaden, sollte man einsetzen, um auch zu merken, was eigentlich los ist. Ja, wir schauen mal, was wir für die Waage heute haben. Wir haben den König der Münzen. Das ist sehr schön, das ist der Pragmatismus. Sich auf das berufen oder das beziehen, was man schon erreicht hat, was man auch nicht hergeben möchte. Wir haben die 5 der Stäbe, den Wettbewerb kann natürlich reizen, anderen auch zu zeigen, was man kann, was man hat und wie man damit umgeht, aber bitte nicht zu selbstgerecht. Ne? 3 der Münzen ist das Team, die Gruppe, die Kollegen, die Familie, wie auch immer. Und wir haben das Gericht, die Beurteilung der Situation.
So, die Beurteilung kann eben mit Kritikfreude sehr harsch ausfallen oder eben sehr kritisch. Ne? 5 der Stäbe ist ja auch der Wettbewerb, so nach dem Motto, schaut mal, was ich geschafft habe. Ja, das schafft ihr noch nicht mal so ungefähr, ja. Vorsichtig vor solchen Äußerungen, ja. Wie gesagt, das muss jetzt nicht von dir ausgehen, das kann auch von anderen ausgehen. Bleibe freundlich, höflich, aber ein wenig zugeknöpft, ja, sonst könnte das unangenehm werden, ja, auch gerade, wenn man vielleicht heute nicht die beste Laune vielleicht hat, ja, also schön langsam machen und sich nicht irgendwie provozieren lassen oder selber provozieren. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und wir sehen uns morgen wieder zur Wochenendlegung. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Wieder Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Sehr viel Kommunikation. Hast du dich hoffentlich schon mit arrangiert und dran gewöhnt. Bisschen kommunikativer zu werden ist für den Skorpion auch nicht verkehrt. Wirst du sicherlich auch schon gemerkt haben. Aber lass dich auch nicht da durcheinander bringen von zu vielen Terminen oder so. Man kann sich leicht übernehmen. Ne? Der Mond ist in der Jungfrau. Sehr gut für dich und fühlt sich auch sehr gut an. Man ist gut vorbereitet, man ist planvoll, aber man ist eben auch ein bisschen nörgelig unterwegs. Ne? Man ist überkritisch. Ja, ich weiß, du bist als Skorpion eh schon kritisch. Und mit der Jungfrau-Energie wird das vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt. Vorsichtig damit, wir haben heute nämlich ein Quadrat zwischen der Sonne in Zwillinge und dem Mond in der Jungfrau. Das kann dazu führen, dass man in allem nur das Haar in der Suppe sucht und nur, ich sage jetzt mal, auf die negativen Dinge hinweist. Wenn dir das bei dir selber auffällt, kannst du ja was dran ändern. Ne? Bei anderen ist das schwieriger, aber man sollte auf diese, ich sage jetzt mal, Provokation nicht einsteigen. Ja? Also man kann selber entscheiden, wie man damit umgeht. Der Mond wechselt dann auch gegen 7:45 heute Abend in die Waage. Das ist aber erst später. So tagsüber hat man es halt mit der Jungfrau-Energie zu tun. Wir haben auch den Mars im Stier, der dich unterstützt, pragmatisch vorzugehen, sich Ruhepausen zu gönnen, sich vielleicht auch ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, ich muss jetzt erstmal den Kopf freikriegen. Auch das ist eine gute Idee. Mit Uranus im Stier kannst du auch kleine Feinjustierungen vornehmen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Auch das geht. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Sich auf andere einstellen ist immer gut, egal in welcher Situation, dass man so ein bisschen den Überblick hat. Wie ist denn hier die Stimmung zum Beispiel? Wir haben dann einen rückläufigen Pluto im Wassermann, der immer noch den Ehrgeiz schürt mit Jupiter. Und da bist du auch nicht, ich sage jetzt mal, unbeeinflusst von. Bitte keinen Über-Ehrgeiz, immer schön pragmatisch vorgehen. Das ist auch zum Schutz des eigenen Wohlbefindens und der eigenen Ressourcen wichtig. Wir schauen jetzt mal, was wir für dich als Skorpion so haben. Du kommst sehr gut voran mit der Herrscherin, die Dinge laufen sehr gut. Freudig. Wir haben aber auch eine Enttäuschung. Das kann durchaus auch sein, dass man trotz aller positiver Wendungen und Entwicklungen selber nicht gut drauf ist, ja, oder jemand anderer ist nicht gut drauf. Du solltest dich da aber nicht von zu stark beeinflussen lassen, sondern naja, ist halt manchmal so. König der Stäbe, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Ja, auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand, ist aber auch eine starke positive Energie. Ich scheue mich nicht vor den Dingen, ich gehe sie an, aber ich gehe sie auch mit Optimismus an. Das könnte in der Kommunikation sehr gut helfen, auch dir als Skorpion. Das bringt nämlich den Erfolg mit dem Krebswagen. Also durch die Kommunikation in positiver Art und Weise, sich nicht von Negativem beeinflussen zu lassen, ja. Vielleicht ist es auch Neid und Missgunst, was dir begegnet, das kann ja auch sein. Selbst bist du aber stark genug, dem entgegenzutreten und dich nicht davon runterziehen zu lassen. Das ist doch toll. Und dann gehst du deinen Weg ganz weiter, wie es ja geplant ist und wo du eben auch sehr erfolgreich bist. Also lass dich heute nicht von anderen oder auch von der eigenen Laune zu sehr nach unten ziehen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, 14. Juni 2024 mit Sonne,
Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Ja, die Kommunikation liegt ja auch und wird natürlich durch die Zwillinge-Energie verstärkt, aber bitte nicht übertreiben. Der Mond befindet sich in der Jungfrau. Ich weiß, ist nicht deine Energie, aber du musst da dich arrangieren. Wir haben da gute Planung, Vorbereitung, Pragmatismus und ein bisschen nörgelig kommt die Energie von Mond in Jungfrau daher. Jetzt haben wir auch noch ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Das bedeutet, dass man auf der einen Seite natürlich, ja, ich sag mal, ein bisschen gebremst wird vielleicht, ne? Und sich da auch nicht so wohl fühlt. Wir haben auch eine Konjunktion zwischen Sonne und Merkur, beide in Zwillinge. Und man möchte doch so gerne, dass die Dinge so klappen, wie man sich das vorgestellt hat. Das kann aber auch bedeuten, dass man versucht, die Dinge irgendwie durch Überredungskünste doch noch durchzusetzen. Vorsicht davor, ja. Wir haben auf der einen Seite die etwas nörgelige Energie mit Jungfrau und auf der anderen Seite dieses Ich will aber, ne? Vorsicht, ja, das könnte nach hinten losgehen und zu unschönen Szenen führen. Also, wenn man sich da ein bisschen zurückhält und nicht versucht, andere zu missionieren, dann klappt das schon auch noch. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Du weißt, Neptun hat es auch auf dich abgesehen, bringt vielleicht ein bisschen die Gedanken durcheinander, die Gefühle. Du musst dich da ein bisschen disziplinieren. Deswegen wäre es auch gut, heute da so ein bisschen zurückhaltender und bescheidener aufzutreten. Ja, wir haben den Mars im Stier. Pragmatisches Vorgehen, auch wieder Erdenergie. Du bist damit gut gefahren in der Vergangenheit, dich da ein bisschen anzupassen, also auch fleißig zu sein, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Der Uranus im Stier, ja, da hast du keinen Einfluss, aber er kann durchaus auch Wendungen bringen. Wir haben den Pluto im Wassermann rückläufig, der eben auch mit Jupiter in Verbindung steht und auch den Ehrgeiz schürt. Da ist wieder die Gefahr, dass man übertreibt, auch gerade mit den Energien heute. Also eine gewisse Vorsicht und Bedachtsamkeit und Achtsamkeit sind schon wichtig. Wir haben für dich den Mond. Da kommen Gefühle an die Oberfläche, vielleicht auch ja Ungerechtigkeit, schlechte Laune vielleicht auch, ja durchaus möglich. Wir haben aber gleich den Wassermannstern. Die Heilung und wir haben den Fokus. Das heißt, du lässt dich nicht beirren. Auch wenn du schlechte Laune hast, dann ziehst du dich vielleicht so, ich sag mal, von deinem Umfeld ein klein wenig zurück, damit es nicht der Falsche abkriegt. Aber du fokussierst dich auf das, was du gerade tust. Und das sind die Veränderungen, die Transformationen. Das sind aber nicht Dinge, die du forcieren kannst, wo du jetzt durch deinen Willen irgendwas enorm beschleunigen könntest oder so. Ja, da muss man aufpassen. Man kommt ins richtige Fahrwasser, man sieht auch die Veränderung, man kann sie aber leider nicht beschleunigen. Man muss dadurch, solange es eben dauert. Ja, aber das schaffst du. Mit dem Stern wirst du das auch hinbekommen. Und ich denke auch, dass du jetzt nicht großartig auf die Tasten haust. Ich denke eher, dass du dich mit der Gefühlswelt, mit dem Mond auch mehr mit dir selber beschäftigst. Also wie es dir geht, wie du dich fühlst und was dir wichtig ist. Und du fokussierst dich eben auf das, was möglich und machbar ist. Und das ist die bestmögliche Alternative. Ich wünsche dir einen schönen Freitag und wir sehen uns morgen zur Wochenendego wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Die Sonne, die Venus, Jupiter und Merkur befinden sich weiterhin in den Zwillingen. Ich hoffe, du hast schon einen Weg gefunden, dich mit dieser Energie zu arrangieren. Du hast Unterstützung durch den Mond in der Jungfrau bis 7:45, dann wechselt dieser Mond in die Waage. Aber bis 7:45 müssen wir uns damit ja arrangieren. Und die Jungfrau-Energie ist ja sehr fleißig, sehr akribisch, planvoll, perfektionistisch und nörgelig. Und da wir heute ein Quadrat haben zwischen Sonne und Mond, kann es durchaus dazu kommen, dass man dahingehend ein wenig übertreibt. Gerade auch jemand, der wie du als Steinbock sehr ehrgeizig ist und die Dinge gut plant und eben auch auf Dinge ja vertraut oder eben auch routinemäßig unterwegs ist,
es kann schwierig werden. Wir haben auch eine Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Das bedeutet, man versucht vielleicht seinen Einfluss ein wenig stärker geltend zu machen. Das können Überredungskünste sein, das kann eben auch Machtgehabe sein durchaus, aber eher durch Kommunikation. Und es könnte vielleicht eine unschöne Entwicklung nehmen, wenn man dazu, ja, ich sag mal, zu forsch ist, zu fordernd, ja. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist wie immer mega wichtig, ja, dass man sich auch auf die Situation und die Menschen einstellt und nicht nur auf sein Ego achtet. Wir haben den Mars im Stier, ruhig, akribisch, verlässlich arbeiten. Das funktioniert. Man darf sich halt von der Zwillingenergie nicht zu sehr ablenken oder von den Dingen wegbringen lassen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, in Verbindung zu Jupiter, immer noch der Ehrgeiz natürlich. Also es ist wichtig, ein gesundes Maß zu finden, für sich selbst und auch für die anderen. Und da bist du eben als Steinbock auch gehalten, da ein wenig drauf zu achten, da nicht zu sehr über die Stränge zu schlagen. Wir haben nämlich ganz viel Gefühl, die 10 der Kelche, da ist sehr viel Liebe drin, Liebe fürs Detail, Liebe für Menschen, für die Sache, für sich selbst, ja, familiär ist das. Wir haben die Königin der Schwerter, das ist Aufrichtigkeit, Authentizität, also aufrichtige Gefühle, die du vielleicht auch heute empfindest. Wir haben aber auch die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter sind so die Fallstricke, ja, das ist so dieses, Misstrauen vielleicht auch, diese Übervorsicht, dieses Infragestellen, ja, was eben durch diese Energie heute auch da sein kann. Und da haben wir die Vergangenheit, die Nostalgie. Ich glaube, dass du heute zu sehr an Dinge denkst, die schiefgelaufen sind, ja. Anstatt dich des Moments zu freuen und deinen Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen, haderst du mit Dingen, die vielleicht passiert sind und die dir eben diese übermäßige Vorsicht vorgeben. Also wo du dann dich selbst auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, drangsalierst, indem du das nicht einfach loslässt und zeigst, sondern indem du dir selber auferlegst, da so ein bisschen übervorsichtig zu sein oder, wie ich sagte, das Haar in der Suppe zu suchen, ja. Das kann natürlich jeden schönen Moment kaputt machen, zwischenmenschlich, privat und beruflich. Da musst du vielleicht ein bisschen locker lassen und vielleicht auch mal die Dinge wegschieben, die sich da so aus der Vergangenheit so ein bisschen verfolgen oder wo du dann Befürchtungen hast, die sich gar nicht bestätigen müssen, ja. Also da solltest du schon darauf achten, dass du die schönen Momente, die wahren Gefühle auch nach vorn bringst, ja. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur weiterhin in den Zwillingen. Starke Unterstützung von dieser Seite. Bitte auf Übertreibungen achten, dass du da nicht, zu forsch nach vorn gehst oder, ich sag mal, auch verbal vielleicht daneben greifst. Wir haben aber den Mond in der Jungfrau. Da ist eben auch pragmatisches Handeln und Denken, akribisches Arbeiten, gute Planung, gute Vorbereitung und Kritikfreude, ja. Und da wir heute auch ein Quadrat haben zwischen Sonne und Mond, kann es durchaus vorkommen, dass man überkritisch ist. Vielleicht auch verbal, zwischenmenschlich, dass man da zu sehr das Negative in den Vordergrund holt. Oder aber auch mit der Verbindung von Sonne und Merkur zu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht ist und das vielleicht auch zu sehr in den Vordergrund rückt. Also versucht, andere zu überreden, zu missionieren, wie auch immer. Und das kann natürlich dann auch erst recht den Widerstand fördern. Da solltest du Feingefühl mit einbringen, ja. Wir haben ab Viertel nach acht auch den Mond in der Waage, was ja auch schön ist. Aber bis dahin müssen wir uns eben auch mit dem Mond in der Jungfrau arrangieren. Neptun und Saturn können dir helfen, die Situation ein bisschen genauer zu erfühlen, ja, so ein bisschen Instinkt zu nutzen, Intuition, Bauchgefühl, ja, eben auch so ein bisschen überlegen, wie du dich
als Gegenüber in einer gewissen Situation fühlen könntest und so weiter. Ja, das sind alles die Dinge, mit denen du arbeiten kannst, um ein bisschen bescheidener und entgegenkommender rüberzukommen. Wir haben den Mars im Stier, pragmatisches, ruhiges, entspanntes Arbeiten, auch mal Pausen einlegen, sehr wichtig, um den Kopf auch mal frei zu bekommen. Uranus im Stier kann Überraschungen bringen, durchaus, da hast du keinen Einfluss drauf. Der rückläufige Pluto im Wassermann steht weiterhin in Verbindung zu Jupiter und fördert natürlich den Ehrgeiz. Man will etwas umsetzen, durchsetzen, sich ja vielleicht auch Gehör verschaffen oder andere, wie ich sagte, überreden. Aber da sollte man sehr vorsichtig sein. Mit der nörgeligen Energie kann das dann auch unschön werden, wenn man nicht aufpasst. Ja? Wir schauen jetzt mal, wie das für den Wassermann aussieht. Auch du hast den Mond. Da sind irgendwie spielen Gefühle eine wichtige Rolle. Wir haben den Hierophanten, das Zwischenmenschliche, ja. Und wir haben die vier der Stäbe. So, der Mond bringt Gefühle an die Oberfläche, ne? Mit den vier der Stäbe sucht man nach Sicherheit. Da sucht man eben, ich sage jetzt mal, die solide Basis, die Verbindung, ja. Mit dem Mond kommen eben auch immer so ein bisschen die Schattenseiten raus. Vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen unsicher oder weißt nicht so recht, was du von der Situation oder Person halten sollst, ja. Wir haben hier die 10 der Kelche, da ist sehr viel Gefühl drin. Das kann durchaus Liebe sein, es kann aber auch das Familiäre sein, die Sicherheit, Hausheim, Familie, nahes Umfeld, Freundeskreis, Partnerschaft natürlich, aber auch die Firma zum Beispiel, das, was du liebst. Vielleicht fühlst du dich von jemandem in irgendeiner Form verunsichert oder nicht wahrgenommen, je nachdem. Du hast da auf jeden Fall ein ungutes Gefühl, da solltest du mal nachschauen, woran das liegt und woher das kommt. Ja, der Hierophant ist auch natürlich die Beziehung, die du zu dir selber hast. Da kann es durchaus auch sein, dass du mit dir selber haderst, dass da irgendwas ist, wo du dir Gedanken machst, das hätte ich besser anders machen sollen. Es ist aber mühselig, sich damit aufzuhalten. Es ist besser zu sagen, okay, ich akzeptiere die Dinge, wie sie sind, ich mache es besser. Und das ist natürlich dann auch der nächste Punkt, diese Dinge auch umzusetzen, aber langsam und natürlich eine gewisse Bescheidenheit und Dankbarkeit und Demut an den Tag legend mit pragmatischer Energie. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder. Herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Freitag, 14. Juni 2024 mit Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Du kennst das schon, es ist ja nicht neu, aber es ist halt manchmal auch sehr anstrengend. Man möchte dem auch gewachsen sein, man möchte neue Kontakte pflegen. Man sollte sich nur nicht zu viel vornehmen. Der Mond in der Jungfrau kann dir helfen. Gut geplant vorzugehen, pragmatisch, erdgebunden, nicht zu übertreiben. Und das ist sowieso mit der Zwillinge-Energie eine gute Idee. Der Mond in der Jungfrau ist bisweilen ein bisschen überkritisch, perfektionistisch und natürlich auch sehr ehrgeizig. Auch da sollte man natürlich nicht übertreiben. Jetzt haben wir heute das Quadrat zwischen Sonne und Mond. Das bedeutet, dass man, ja, ich sag mal, mit dieser Energie überkritisch ist, vielleicht auch stur, ja, auf etwas beharrt, uneinsichtig ist, ja, das kann alles passieren heute. Das wird auch noch verstärkt von der Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Das heißt, man möchte andere überzeugen, überreden, ja, und man kann da so ein bisschen übertreiben. Das kann dir auch begegnen, das muss nicht von dir ausgehen, ja. Es kann auch sein, dass jemand auf dich einredet und irgendwann schaltest du selber auch auf stur und sagst, jetzt ist aber Schluss, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ne? Und wie gesagt, das geht in beide Richtungen, kann das gehen. Und da sollte man dann auch, ich sag mal, Einhalt gebieten oder sich zurückziehen. Egal auf welcher Seite du in dem Zusammenhang gerade stehst. Der rückläufige Pluto im Wassermann steht auch weiterhin in Verbindung zu Jupiter und fördert natürlich diese Energie, dass man etwas durchsetzen, umsetzen möchte, ja, und dass man dann eben auch vielleicht ein bisschen dran bleibt und ja, den anderen auf den Wecker geht, ne?
Nicht zu vergessen, Neptun, Saturn in den Fischen, dein Einfühlungsvermögen, was ja irrsinnig stark ausgeprägt ist. Du musst es nicht allen recht machen, ganz wichtig. Und du solltest dir von Neptun auch nicht, ich sag mal, die rosa-rote Brille anziehen lassen oder diese Energie, ich muss allen helfen oder ich will allen helfen oder ich will mit allen gut befreundet sein. Sei ein bisschen kritisch, aber nicht überkritisch. Lass dir erzählen, was die anderen wollen, aber lass dich nicht belatschern. Umgekehrt natürlich genauso. Wir haben für dich die Information mit dem Page der Schwerter. Wir haben die Waage-Energie, der Ausgleich bedeutet auch nicht zu viel Information. Erstmal abwägen, was wichtig ist und was nicht. Wir haben die 10 der Stäbe, du hast noch was zu tun, was du fertigstellen musst. Und du solltest dich natürlich auch nicht durch andere davon abbringen lassen. Denn du hast es fast geschafft. Vielleicht geht es im Job um etwas oder zu Hause, was du umsetzen, fertigstellen, beenden möchtest. Also wo du es fast geschafft hast. Und wir haben die 5 der Schwerter, überkritisch. Das kann auch bedeuten, dass du mit dir selber kritisch umgehst. Ja, dass du haderst mit dem und sagst, das ist auch gar nicht richtig und so. Aber führe es erstmal zu Ende, bevor du dann überkritisch wirst, ja. Die 5 der Schwerter ist auch so ein bisschen, ich habe vielleicht keine Lust dazu, das zu machen. Aber überwinde dich. Ich glaube, es geht darum, sich, auch wenn man zum Beispiel schlechte Laune hat oder wenn andere einem was einreden wollen, dass man bei seiner Sache bleibt und dass man auch nicht versucht, andere von ihrer Sache abzubringen, sondern dass du dich kritisch damit auseinandersetzt, aber erst nach der Arbeit, dass du dann deine Pflichten erfüllt hast, dann kannst du dich ja mit Dingen auseinandersetzen, aber erstmal die Pflicht und dann die Kür. Ja? Also nichts durcheinander bringen oder vernachlässigen, lieber dabei bleiben und natürlich auch sich nicht vor einen Karren spannen lassen oder umgekehrt. Ja? Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir sehen uns morgen zur Wochenendlegung wieder.